Herzlich willkommen zum Webinar CGM ALVIS-U Goes Mobile. Mein Name ist Christian Wagner und ich darf Ihnen heute CGM ALVIS-U vorstellen. Und zwar ganz konkret CGM ALVIS-U Mobile. Was ist denn CGM ALVIS-U Mobile überhaupt? CGM ALVIS-U Mobile ist eine App für ein Smartphone oder ein Tablet. CGM ALVIS Mobile ist kostenfrei in CGM ALVIS-U enthalten. Der Vollständigkeit halber, CGM ALVIS-U ist eine kostenpflichtige Produkterweiterung. Mit CGM ALVIS Mobile können Sie beliebig viele mobile Geräte nutzen. Sie haben mit CGM ALVIS Mobile einen sicheren mobilen Datenzugriff auf Ihr ALVIS in der Praxis. Ebenfalls können Sie von Ihrem mobilen Gerät, also von dem Smartphone oder von dem Tablet aus, einfach eine mobile Erfassung vornehmen. Die CGM ALVIS Mobile App gibt es für zwei Betriebssysteme, und zwar einmal für Android ab der Version 4.2.2. Das können Sie im Google Play Store kostenfrei herunterladen. Des Weiteren gibt es die App für iOS, also das heißt für ein iPhone oder für ein iPad, ab der Betriebssystemvariante 9.2. Steht ebenfalls kostenfrei im App Store zum Herunterladen zur Verfügung. Ja, und jetzt möchte ich Ihnen direkt schon zeigen, was ist denn CGM ALVIS Mobile, also das heißt die App, wie sieht die denn aus? Und das Ganze werde ich live in der App vorführen. Dafür schalte ich jetzt einmal um auf unser Tablet und hier wechsle ich jetzt mal auf den Startbildschirm, auf den Homescreen. Wir sind hier auf einem Android-Tablet und Sie sehen im unteren Bereich die CGM ALVIS Mobile App in Rot. Dort klicke ich jetzt direkt mal drauf und dann wird die App gestartet. Das Bild, was Sie jetzt hier sehen, ist das Bild, was jeder sieht, wenn er die App runterlädt und das erste Mal startet. Das heißt, wir befinden uns hier in dem Bereich Aktuelles und hier finden Sie aktuelle Neuigkeiten zu CGM ALVIS, alles rund um CGM ALVIS. Wir haben ja als Beispiel die Verfügbarkeit des Online-Updates, Termine oder wenn wir jetzt zum Beispiel auf Messen sind, wie der Medizin oder der Medica, da versuchen wir Sie hier mit aktuellen Informationen zu beliefern. Dann haben Sie auf der linken oberen Seite das sogenannte Burger-Menü. Das sind so drei waagerechte Striche übereinander. Dort klicke ich jetzt einfach mal drauf und dann sehen Sie, dann fährt von links so ein Menü heraus. Sie können das Ganze auch mit einem Wischen von links nach rechts, können Sie das Ganze auch reinfahren lassen, wie man das von einem Smartphone oder von einem Tablet gewohnt ist. Jetzt kommen wir hier in den Bereich über den Button Anmelden, der wirklich dann explizit und exklusiv CGM ALVIS-U Anwendern zur Verfügung steht. Dort klicke ich mal drauf und dann sehen Sie die Anmeldemaske. In dieser Anmeldemaske geben Sie den Benutzer und das Passwort ein, das Sie auch in ALVIS verwenden. Ich trage jetzt hier einfach mal ALVIS ein. Und sage da einfach nur nochmal kurz dazu, da sollten Sie dann drüber nachdenken, wenn Sie das bei Ihnen in der Praxis verwenden, hier vielleicht wirklich für jeden Benutzer ein Benutzerkonto anlegen mit einem gesonderten Passwort. Können Sie machen, müssen Sie nicht. Ich empfehle Ihnen das aber, damit die App entsprechend auch gesichert ist und da jeder Zugriff mit seinem Benutzer und seinem Passwort hat. Vielleicht noch ganz kurz was zu dem Thema Sicherheit. Sie sehen hier links unten CGM Live E-Services. Sie müssen kein E-Service-Kunde sein, um diese App nutzen zu können, sondern Voraussetzung ist eben ausschließlich CGM ALVIS-U. Aber Sie müssen eine Live-ID registrieren. Das Ganze dient allerdings wiederum der Sicherheit. Und zwar ist die Technologie, mit der die Übertragung stattfindet, die sogenannte CGM-Live-Technologie. Und auf die Sicherheit haben wir in dem Fall bei der Entwicklung sehr großen Wert gelegt, da Sie ja in Ihrer Praxis mit
sensiblen Patientendaten arbeiten. Und die CGM-Live-Technologie hat ist eine mehrfach patentierte Verschlüsselungstechnologie und arbeitet über eine sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ich melde mich jetzt hier einmal an und dann sehen Sie direkt den nächsten Sicherheitsaspekt. Überprüfe Geräteaktivierung, stand da gerade. Das bedeutet, es kann nicht irgendjemand beliebig auf Ihr Albis in der Praxis zugreifen, sondern Sie müssen in Ihrem Albis erst noch festlegen, welche Geräte denn überhaupt auf Ihr Albis zugreifen können. Hat auch den Vorteil, wenn jetzt zum Beispiel jemand die Praxis verlässt, dann können Sie dieses Gerät auch wieder aus der Konfiguration rausnehmen, sodass entsprechend von diesem Gerät aus kein Zugriff mehr stattfinden kann. Wir befinden uns jetzt hier in der Auswahl der Betriebsstätte. Hier gehe ich einfach mal mit weiter rüber, weil in dem Fall habe ich nur eine Betriebsstätte und lande wieder in dem aktuellen Bereich mit den Nachrichten. Ich klappe nochmal über das Bürgermenü, das Menü selbst auf und hier sieht man direkt schon, dass sich das Menü jetzt verändert hat. Und so steht Ihnen als CGM Albis U-Anwender dieses erweiterte Menü zur Verfügung. Hier gehe ich jetzt einfach mal das Menü der Reihe nach unten durch und erkläre ein bisschen was es damit auf sich hat. Wir haben hier zum einen die Patientensuche. In der Patientensuche selbst haben Sie die Möglichkeit, Patienten zu finden. Das können Sie im Grunde sehr ähnlich machen wie in Albis. Sie könnten jetzt hier einen Nachnamen eingeben. Sie können aber auch hier einen Nachnamen, Vornamen eingeben. Das ist auch sehr beliebt bei unseren Anwendern im Albis, um es relativ kurz zu halten. Das mache ich jetzt auch mal hier direkt. Ich suche mal die Albino Sarah, kürze die ab mit Alp Sa, gehe dann auf das Suchen rechts unten in der Tastatur und bekomme dann eben den entsprechenden Patiententreffer angezeigt. Ich markiere diesen Patienten. Sie sehen jetzt hier auf dem Tablet, weil ich das Tablet im Querformat habe, sehen Sie direkt auf der rechten Seite die Kontaktdaten zum Patienten, wie zum Beispiel das Geschlecht, Geburtsdatum, Alter, Telefonnummer, die Straße, E-Mail-Adresse, Krankenkasse. Ich scrolle nochmal ein Stück nach oben und auch die angelegten Scheine, wie jetzt hier zum Beispiel den Originalschein. Hätte ich jetzt hier eine EGK eingelesen, dann würde man auch hier das Einlesedatum sehen. In dem Fall habe ich das jetzt hier nicht getan. Hier bei den Kontaktdaten vielleicht noch der Hinweis, hier sehen Sie Smartphone und Tablet typisch, zum Beispiel bei der Adresse, die ist blau hinterlegt. Blau heißt ja immer bei einem Tablet und beim Smartphone, da kann man irgendwie draufklicken. Das mache ich jetzt auch mal hier bei der Adresse, da klicke ich einfach mal drauf und dann wird nämlich die Tablet-eigene Navigation gestartet. Also das heißt, hier können Sie auch dann das Tablet im Grunde nutzen. Viele machen das schon auch mit dem Smartphone oder Tablet zur Navigation nutzen. Dann gehe ich wieder zurück in die App, schließe die Navigation wieder. Die gleiche Möglichkeit haben Sie eben bei der E-Mail-Adresse und bei der Telefonnummer, wenn denn dort eine SIM-Karte eingelegt wäre in dem Tablet, was bei mir jetzt nicht der Fall ist und Sie telefonieren könnten, dann könnten Sie hierüber auch den Patienten anrufen oder eben bei der E-Mail-Adresse auch eine E-Mail schreiben. Jetzt springe ich mal in der Menüleiste auf den Eintrag Kartei und hier sehen Sie die Karteikarte des Patienten. Bedeutet, das ist geordnet nach dem Datum und bei dem Datum sehen Sie aufgelistet die Albis-Karteikartenkürzel. Die können Sie dann auch entsprechend aufklappen und sich entsprechend anschauen. In der Karteikarte selbst haben Sie auch die Möglichkeit, Daten einzugeben. Das machen Sie über das Plus in der rechten unteren Ecke. Da klicke ich jetzt auch einfach mal drauf. Und dann öffnet sich ein kleines Menü. Bei dem Menü klicke ich ganz links auf den Stift zum Editieren und dann sehen Sie direkt die Eingabemöglichkeiten, die Ihnen hier zur Verfügung stehen. Prinzipiell steht Ihnen aktuell in der momentanen Variante zur Verfügung das Eintragen von Befunden, Anamnese, Notiz und Therapie und alle selbst angelegten Karteikartenkürzel. Das zeige ich jetzt auch einfach mal. Also ich mache jetzt hier einfach mal einen Befund, klicke ich mal drauf.
Dann öffnet sich die Eingabemaske. Hier kann man noch den entsprechenden Arzt auswählen, wenn man denn hier eine Auswahl noch treffen möchte. Die wird dann auch später in der Karteikarte mit übernommen. Und hier kann man einen Text eingeben. Den kann man auf der Tastatur eingeben, so wie Sie es gerade auf dem Bildschirm sehen. Oder aber Sie nutzen links unten neben der Space-Taste, neben der Leertaste, nutzen Sie das Mikrofon und können so die Spracheingabe des Tablets benutzen. Da muss ich gestehen, da sind wir erstmal selbst gar nicht drauf gekommen. Da haben uns Anwender darauf aufmerksam gemacht. Fand ich persönlich ganz spannend, weil so zum Beispiel auch ein Anwendungszweck innerhalb der Praxis stattgefunden hat. Da hatten wir zum Beispiel eine Anwenderin, die sagte, naja, sie hat leider in der Berufsschule früher nie Tastenschreiben gehabt und ist nicht sonderlich schnell mit der Tastatur. Und Spracheingabe wäre für sie interessant, aber jetzt eine Sprachsoftware ist doch relativ teuer und macht dann dementsprechend die Spracheingabe hier mit dem Tablet. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich gebe jetzt hier einfach mal was ein. Patientin hat Bauchschmerzen. Man sieht hier ganz gut, die Eingabe funktioniert auch ganz gut. Das ist auch so ein Feedback, was wir bekommen haben von unseren Anwendern, wobei man hier sagen muss, auf die Spracheingabe wiederum haben wir keinen Einfluss. Das ist wirklich die Spracheingabe des Tablets. Und hier als Hinweis nebenbei bedeutet natürlich auch hier, dass die Spracheingabe, alles, was Sie hier eingeben, sollte natürlich nicht patientensensibel sein, also mit Patientennamen oder ähnlichem, denn hier sind bestimmte Dinge zu berücksichtigen. Bevor ich das Ganze jetzt speichere, was man hier rechts oben mit dem Haken machen kann, wechsle ich jetzt gerade mal auf meinen Bildschirm am PC, denn an meinem PC mit dem Albis habe ich die App verbunden. Und wenn ich das Ganze speichere, dann möchte ich das Ihnen im Albis selbst zeigen. Deswegen übertrage ich jetzt nochmal meinen Bildschirm. Und Sie sollten jetzt CGM Albis U im Wartezimmer sehen. Und hier öffne ich jetzt einfach mal die Patientin Albinus Sarah. Weil die habe ich eben auch auf dem Tablet geöffnet und bitte Sie jetzt einfach bei sich einfach mal in die Karteikarte zu schauen. Ich scroll einfach extra auch mal ein Stück mit nach oben. Und auf dem Tablet selbst bestätige ich jetzt die Eingabe mit Speichern. Und dann sehen Sie, dann hat es jetzt ganz kurz hier im Albis gezuckt und Sie sehen hier den markierten Eintrag, den ich gerade eingesprochen habe. Patientin hat Bauchschmerzen. Das heißt, es wird wirklich direkt in die Karteikarte übertragen mit dem ausgewählten Arzt, den Sie in der App gewählt haben und haben es wirklich direkt ohne Umwege in Ihrem Praxissystem. Hierzu muss man sagen, wir hatten im Grunde zwei Möglichkeiten. Wir hatten einmal die Möglichkeit zu sagen, wir machen das Ganze wirklich extrem sicher und das bedeutet, es muss eine Online-Verbindung da sein, damit die Daten in die Praxis direkt übertragen werden können. Die Sicherheit daran ist einfach die, es werden keinerlei Patientendaten, also keinerlei Daten zu der App werden in der App auf dem Tablet gespeichert, sondern es ist wirklich nur eine Anzeige der Daten. Ja, die andere Variante wäre eben gewesen, die Daten auf das Tablet zu holen und dann wäre auch ein Offline-Betrieb sicherlich möglich gewesen, aber da haben wir gesagt, okay, die Gefahr ist zu groß, hier die Daten zu nehmen, die hätten wir dann entweder nochmal verschlüsseln müssen, aber auch das ist nicht wirklich sicher, wenn man das Tablet mal verliert. Von daher haben wir uns hier für die sichere Variante entschieden. Jetzt gehe ich nochmal zurück auf das Tablet und bin dann hier wieder bei der Patientin Albinus Sarah und auch hier sehe ich jetzt analog zu der Albis-Karteikarte, wie Sie es gerade gesehen haben, den Eintrag Befund, Patientin hat Bauchschmerzen. Klicke jetzt nochmal auf den Pluspunkt unten rechts und auf den Stift. Und dann ist im Grunde die Eingabe der Anamnese, der Notiz und der Therapie ist dann genau analog. Das ist in Anführungszeichen ein einfacher Texteintrag. Dann zeige ich Ihnen direkt jetzt auch nochmal etwas, was momentan gerade
in der Pilotierung ist. Also das heißt, das ist jetzt gerade in der App noch nicht verfügbar, wird aber schnellstmöglich verfügbar sein, und zwar dann, wenn die Pilotierung abgeschlossen ist, ist die zusätzliche Eingabe von Leistungen, Diagnosen und das Übermitteln von Fotos. Ich zeige jetzt hier einfach mal den Eintrag von Leistung. Dazu klicke ich hier auf Leistung, wähle hier nochmal den entsprechenden Arzt aus und gebe jetzt hier die 03.000 ein, die Grundpauschale. Und hier war so eine Rückmeldung, die wir bekommen haben von vielen Ärzten, aber auch von Veras, also MFA, die eine Vera-Ausbildung haben, oder NEPAs, dass sie die Ziffern eigentlich grundsätzlich, die auf dem Hausbesuch benutzt werden, im Kopf haben. Hier gehe ich jetzt einfach nochmal zurück wieder in mein Albis, um auch hier wieder zu schauen bzw. zu demonstrieren, wie das Ganze dann in der Albis-Karteikarte aussieht. Ich speichere das Ganze. Die Daten werden übertragen und Sie sehen direkt, dass die 03.000 wurde auch umgewandelt, so wie Sie es im Albis selbst auch gewohnt sind, in die 03.003 und ist auch direkt in der Karteikarte. Jetzt wechsle ich wieder zu meinem Tablet, um hier wieder zu zeigen, wie jetzt die Diagnoseneingabe aussieht. Und dann sehen Sie jetzt wieder den Bildschirm des Tablets. Und dann zeige ich jetzt hier gerade noch die Übertragung der Diagnose. Dazu gehe ich wieder auf das Plus, auf den Stift und auf Diagnose erfassen. Wähle den entsprechenden Arzt aus. Und hier ist es momentan noch so, dass Sie hier einen ICD-Code im Kassenbereich eingeben müssen. Das wollen wir noch im nächsten Schritt verbessern, dass wir hier eine Unterstützung der Diagnoseeingabe für Sie haben, wie zum Beispiel aus der kleinen Liste Diagnosen. Und gebe jetzt hier einfach mal die R05 ein, für Husten den ICD, und gebe hier direkt die Diagnose Sicherheit noch mit ein. Also in dem Fall jetzt hier G für gesichert. Das ist ja der normale Albis-Syntax auch, wie er in der Karteikarte dann mit übergeben wird und dann auch mit in die Abrechnung kommt. Und wenn ich das Ganze so rum mache, dann wechsle ich gerade noch mal in mein Albis. Bin hier jetzt wieder in der Albis-Karteikarte bei der Albinus Sarah, speichere das Ganze und dann sehen Sie in der Albis-Karteikarte, dass er das R05G übersetzt hat in den entsprechenden Diagnosentext inklusive ICD. Sie könnten jetzt hier auch Text eintragen, ganz normalen Text, wenn Sie den ICD nicht parat haben. Der würde dann allerdings auch als normalen Text ohne ICD in der Karteikarte stehen. Und hier würden Sie dann beim Abrechnung vorbereiten eine Fehlermeldung bekommen und könnten das dann nochmal im Nachgang mit korrigieren und für die Abrechnung verbessern. Dann haben wir noch, was dann zukünftig noch zur Verfügung steht, das Übermitteln von Fotos. Dazu wechsle ich nochmal auf das Tablet und gehe in die App und klicke wieder auf das Plus, beziehungsweise ich tippe, ich klicke ja hier auf dem Tablet nicht, und habe jetzt hier den Foto in der Mitte zwischen dem X und dem Stift. Klicke da jetzt drauf und dann sehen Sie, dann öffnet sich die Kamera des Tablets. Das heißt, ich habe jetzt hier meinen Bildschirm, den ich hier abfotografieren kann. Da sehen Sie die Albinus Sarah, von der mache ich mal ein Foto. Klicke auf den Auslöser, bestätige oben rechts mit OK. Dann gehe ich jetzt gerade nochmal wieder auf mein Albis. Und dann würde das Foto entsprechend in die Karteikarte übertragen. Hier ist es so, je nachdem, was Sie einsetzen, also das heißt, wenn Sie jetzt das CGM-Praxisarchiv einsetzen, dann wird das Foto direkt revisionssicher im CGM-Praxisarchiv abgelegt. Und wenn Sie zum Beispiel das CGM-Praxisarchiv nicht einsetzen, dann wird das Foto als Bild in der Karteikarte abgelegt. Und hier haben Sie jetzt das Zucken selbst gesehen. Und jetzt sehen Sie hier schon in der Karteikarte den Eintrag Amobi. Das heißt, die Fotoaufnahme aus der CGM Albis Mobile App.
Dort kann man auch draufklicken und dann sehen Sie rechts oben beim Patientenbild, sofern eingestellt ist. Die jetzigen Praxisarchivanwender werden das kennen. Wenn Sie es denn eingespielt haben, dann haben Sie hier die Vorschau zum Praxisarchivbild und man kann eben auch mit F3 kann man wie gewohnt das CGM Praxisarchiv aufrufen. Das zeige ich jetzt hier einfach mal und hat dann eben das Foto entsprechend zur Verfügung. Ich wechsle wieder auf das Tablet. Bei dieser Fotofunktion, da kriege ich immer so als erstes ein Wort um die Ohren gehauen von den Kollegen und Kolleginnen, die dann eben auch auf Hausbesuchen unterwegs sind. Das ist dann Wunddokumentation, ganz praktisch, wenn dann das Foto direkt in der Karteikarte ist. Also das wird ja heute, werden da schon so Dinge gemacht, wird zwar schon mobil aufgenommen, aber dann eben zum Beispiel über die Speicherkarte übertragen und das ist dann immer ein sehr lästiger Prozess, weil sie doch immer dann wieder von der Speicherkarte die Fotos runterholen müssen, im Praxisarchiv wieder hinterlegen müssen und das ist dann so doch deutlich bequemer. Ich mache hier nochmal jetzt etwas flotter weiter mit dem Menü und zeige noch, was wir noch für Möglichkeiten hier in der App haben. Sie haben die Möglichkeit, auf das Wartezimmer zuzugreifen. Sie sehen rechts neben dem Wartezimmer einen roten Kreis mit einer Zahl drin. Das bedeutet, hier sind sechs Patienten im Wartezimmer. Und das hat so ein bisschen den Grund, das ist CGM-Albis-U-Logik dahinter. Sie sehen im Vorfeld schon, ob da Patienten drin sind, nicht, dass sie da nichts sehen, hinklicken und dann feststellen, dass nichts da ist und sehen dann hier ihre Räume, die sie wirklich im Albis angelegt haben und können dann hier draufklicken und bekommen dann dort die entsprechenden Patienten angezeigt, die dort sitzen. Dann haben wir noch den Punkt Wiedervorlage. Bei dem Punkt Wiedervorlage haben wir Folgendes gemacht. Hier haben wir eine Liste der an diesem Tag auch von diesem mobilen Gerät aufgerufenen Patienten hinterlegt. Da klicke ich einfach mal drauf. Dort bekommen Sie eben dann eine Liste angezeigt und könnten auch hier diese Liste dann nochmal mit den Pfeiltasten links oben, links und rechts, könnten Sie die nochmal wechseln. Das heißt, Sie könnten sich hier auch nochmal angucken, wen haben Sie denn am nächsten Tag aufgerufen oder am letzten Tag aufgerufen. Und haben so auch für den heutigen Tag nochmal einen ganz guten Überblick, bei wem Sie da waren, beziehungsweise wen Sie über die App aufgerufen haben. Auch eine ganz schöne Funktionalität ist der Terminkalender. Auch hier klicke ich nochmal drauf. Hier haben Sie jetzt fünf Termine im Terminkalender hinterlegt. Und das sind wieder auch die Rubriken, wie sie Ihnen im Albis zur Verfügung stehen. Hier klicke ich einfach mal auf die Rubrik Dr. Albis drauf. Und hier ist zum Beispiel so ein ganz, ganz netter Praxisfall ist, dass wir gehört haben, dass manch einer sich ja am Abend vorher auch einfach mal gerne nochmal einen Überblick verschafft, wie es denn am nächsten Tag die Terminlage aussieht. Und so könnten Sie dann hier in der Android-App mit der Pfeiltaste auch nach vorne klicken und würden dann zum Beispiel jetzt sehen für den Donnerstag, wer denn da alles wann einen Termin in der Praxis hat. Oder aber auch, wenn Sie den Fall haben, am gleichen Tag, Sie sind auf dem Hausbesuch unterwegs und kommen nochmal in die Praxis, würden Sie so auch schon mal vorher einen kleinen Überblick haben. Ja, der letzte Punkt, den wir hier haben, den ich zeigen möchte, ist der Servicepunkt. Bei dem Servicepunkt sind einfach die Kontaktdaten Ihres Vertriebs- und Servicepartners hinterlegt, sodass Sie hier auch nochmal direkt dann anrufen könnten oder den eben entsprechend kontaktieren könnten. Ja, das ist soweit die Live-Vorführung der App. Von daher wechsle ich jetzt einfach gerade nochmal auf meinen Rechner, um Ihnen gerade noch kurz weitere Punkte präsentationstechnisch zu zeigen, denn ich habe Ihnen das Ganze jetzt hier auf dem Android-Gerät gezeigt. Habe ja vorhin gesagt, wir haben das Ganze auch für Apple und also für ein iPhone und für ein iPad, also das heißt für iOS-Geräte. Und da sehen Sie jetzt hier zum Beispiel einen Screenshot der Wiedervorlageliste von einem iPhone. Hier das Ganze von der Patientenkarteikarte vom iPhone. Habe auch hier nochmal ein Tablet-Bild vom Wartezimmer mitgebracht. Sie sehen schon, der Menüaufbau ist hier ein bisschen anders, wobei ich mir habe sagen lassen, ich selbst bin eher ein Android-Nutzer, aber von iPhone-Nutzern habe ich mir sagen lassen, dass das auch so das gängige Aussehen auf iOS-Geräten ist. Also das heißt, auch iOS-Anwender finden sich da direkt wieder und haben auch die gleichen Möglichkeiten vom Menü her wie die Android-Anwender. Noch einen weiteren Screenshot hier jetzt wieder nochmal von der Karteikarte selbst von iOS.
Ja, zum Ausblick, was ich gerade schon erwähnt hatte, aktuell in der Pilotierung haben wir die Eingabe von Leistungen, die Eingabe von Diagnosen und das Übermitteln von Fotos in die Karteikarte, respektive ins CGM-Praxisarchiv, wenn es denn vorhanden ist. Und hier ist es so, da ist die Aussage einfach die, sobald wir die Pilotierung abgeschlossen haben, informieren wir unsere CGM-IBSU-Anwender, dass diese Funktionalität zur Verfügung steht. In der weiteren Planung steht noch eine Eingabeunterstützung bei den Diagnosen. Als nächsten Punkt noch, dass man sich Dokumente wie jetzt zum Beispiel einen Arztbrief auch anschauen können, was aktuell nicht möglich ist. Und auch, dass man sich Praxisarchivdokumente in der App anschauen kann. Ja, das ist es soweit dann auch schon von meiner Seite aus zur App. Ich habe noch eine Bitte. Nehmen Sie sich bitte nach dem Webinar noch einen kurzen Moment Zeit und helfen Sie uns zu verbessern. Ja, die Umfrage erscheint bei Ihnen direkt, sobald das Webinar beendet ist. Wenn Sie natürlich noch Fragen haben zu CGM Albis Mobile oder der CGM zu CGM Albis U selbst, wenden Sie sich natürlich sehr gerne auch an Ihren Vertriebs- und Servicepartner, der Ihnen da gerne behilflich ist. Dann habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache, und zwar auf das nächste CGM Albis Webinar. Das findet statt am 14.03.2018 wieder zur gewohnten Zeit um 15 Uhr bis 15:30 Uhr. Da geht es dann um Tipps und Tricks in CGM Albis. Und ich möchte Ihnen gerne noch ein, zwei kostenfreie Services von uns vorstellen. Und zwar als erstes, habe vorhin schon ganz kurz erwähnt, dass wenn Sie ein Webinar verpasst haben, dann haben Sie die Möglichkeit, sich das Webinar auch im Nachgang nochmal unter cgm.com/albis-webinare anzuschauen, auf der Website oder in unserer Community unter albis-community.de/blogs. Da haben Sie den Vorteil, Sie können da ganz komfortabel nach Videos suchen, können auch nach Stichworten suchen und können da auch Kommentare zu dem Video hinterlassen. Und was wir ganz neu haben, ist zur mobilen Ansicht, weil wir doch schon auch gemerkt haben, dass der eine oder andere sich das ganz gerne auch auf dem Tablet angucken wollen würde. Und da ist eben YouTube die einfachste Variante. Dort können Sie einfach nach CGM Albis suchen und können sich da auch dann die Videos mit anschauen, können sich auch den YouTube-Kanal abonnieren, dann kriegen Sie auch immer direkt eine Nachricht, wenn da ein neues Video hochgeladen ist. Ebenfalls eine Benachrichtigung über ein neues Video erhalten Sie auch unter Facebook. Wir sind mit Albis auch unter facebook.com/cgmalbis vertreten. Und wenn Sie uns da ein Like schenken, da freuen wir uns natürlich über ein Like. Und dann erhalten Sie auch direkt die Information, dass ein Video bereitsteht. Zusätzlich sind wir auch noch auf Instagram zu finden, auch dort unter cgmalbis. Ja, wir haben festgestellt, dass der Austausch unter Kollegen doch auch ein sehr interessantes Thema ist. Also ich ganz konkret selbst, ich war auf sehr vielen Veranstaltungen auch im letzten Jahr, und da war es immer ganz spannend auch zu sehen, wenn mich jemand was gefragt hat und ich das dann erklärt habe, dann hat es nicht lange gedauert, dann waren noch mehrere Ärztinnen, Ärzte, MFA dann hinter mir und haben auch zugeguckt, und die haben eben nicht nur zugeguckt, die haben sich aktiv beteiligt und haben einfach beigesteuert, wie sie manche Dinge auch in der Praxis verwenden. Und das fand ich total toll, weil man da sieht, wie sich Praxen auch untereinander irgendwie helfen können in der Nutzung von Albis. Und das wollten wir im digitalen Zeitalter auch unterstützen, und zwar mit einer Community. Das ist im Grunde ein Forum, was wir eingerichtet haben für Sie als Albis-Anwender. Dort können Sie im Forum lesen, können sich Forumbeiträge anschauen, können natürlich sich auch in dem Blog die Videos anschauen oder kriegen hier Hinweise auf bevorstehende Veranstaltungen. Und wenn Sie sich registrieren können, haben Sie auch hier die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ganz wichtig ist, die Community soll hauptsächlich zum Austausch untereinander dienen. Sie soll und kann definitiv nicht ihre normale Hotline ersetzen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Community. Also das heißt, wenn Sie wirklich ein dringendes Anliegen haben, bitte unbedingt an die Hotline wenden, wie gewohnt, und ansonsten aber auch gerne hier in der Community vorbeischauen.
Dann haben wir noch kostenfreien CGM-Albis Newsletter. Hier können Sie sich unter cgm.com/albis-newsletter registrieren. Dort wollen wir Ihnen so einmal im Quartal, also wir werden Sie da nicht mit irgendwas zubombardieren, werden Sie ein Newsletter erhalten. Der enthält auch Informationen zum Produkt und geht eben nicht in die Richtung Werbung, sondern ist wirklich ein Produkt-Newsletter mit wichtigen Informationen und Hinweisen. Als letzten Hinweis von den kostenfreien Services einfach nochmal ein Hinweis zur Telematik-Infrastruktur und da konkret zum Newsletter. Unter cgm.com/wissensvorsprung-newsletter können Sie sich für den Newsletter zur Telematik-Infrastruktur anmelden. Dort werden Sie regelmäßig mit aktuellen Informationen rund um die Telematik-Infrastruktur informiert und generell können Sie unter cgm.com/wissensvorsprung sich überhaupt über die Telematik-Infrastruktur informieren. Da sind auch mehrere Videos hinterlegt, dort ist auch ein FAQ hinterlegt und ja, im Prinzip alles Wissenswerte, was Sie möchten. Sie können natürlich aber auch in den alten Webinaraufzeichnungen von uns schauen. Wir hatten im Januar 2018 ein Webinar zur Telematik-Infrastruktur, da ist es dann nochmal live und in Farbe auch nochmal im Video erklärt, worum es dabei geht und was da wichtig gibt zu beachten. Ja, von den kostenfreien Services bin ich dann soweit durch. Mein Kollege hat mir gerade noch einen Zettel rübergegeben mit einer Frage, die doch wohl relativ häufig gestellt wurde. Von daher will ich dazu gerade noch was sagen zur App. Und zwar war die Frage des Öfteren die Anzeige von Laborwerten. Und dazu sei kurz gesagt, also in der Karteikartenanzeige erscheinen analog zur Albis-Karteikarte alle Laborwerte, die auch in der Karteikarte sind. Also sprich, das ist dann so, wie Sie es im Albis konfiguriert haben. Ich denke, ein Großteil von Ihnen wird so konfiguriert haben, dass lediglich pathologische Werte in der Karteikarte angezeigt werden. Die würde man dann dort sehen, wenn man nicht pathologische Werte angezeigt hat, also das heißt alle Werte in der Karteikarte sieht, dann bekommt man auch alle Laborwerte in der Karteikarte angezeigt. Und Sie haben zusätzlich noch die Möglichkeit, in dem Register medizinische Daten beim Patienten können Sie sich im Grunde nochmal gefiltert. Also dort können Sie sich aussuchen, welche Karteikartenkürzel Sie sich anzeigen lassen, könnten dort auf das Laborkürzel filtern und könnten sich so im Prinzip einrichten, dass Sie nur die Labordaten sehen. Wobei man dazu ganz klar sagen muss, da geht es momentan noch darum, um die Labordaten in der Karteikarte. Wobei da bringt mich der Kollege dann gerade nochmal auf was, was ich vorhin im Ausblick nicht erwähnt habe, was wir nämlich auch vorhaben, ist, dass wir das komplette Laborblatt auch anzeigen können. Also das heißt wirklich die kompletten Laborwerte. Gut, dann sage ich an der Stelle ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn wir uns bei einem der nächsten Webinare wiedersehen oder bei einem Like bei Facebook und dann bleibt mir nichts anderes und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen, hoffentlich sonnigen Nachmittag. Bei uns hier in Koblenz scheint die Sonne. Ich wünsche Ihnen, dass das bei Ihnen auch so ist und genießen Sie den Mittwochnachmittag. Auf Wiederhören!